1983. Wolfgang Maguer gründet Okta Pharma mit der Vision, Hämophilie-Patienten eine bessere Therapie zu ermöglichen. Namensgeber für Okta Pharma ist der Gerinnungsfaktor 8, der im Blut von Hämophilen vermindert ist oder fehlt. Okta ist das griechische Wort für 8. 1985 führt Okta Pharma als erstes Unternehmen einen SD-Virus-inaktivierten Faktor 8 ein. Hämophilie, wesentlicher Teil der Okta Pharma-Identität. Das Basismaterial unserer Okta Pharma-Produkte erzeugt ein perfekter Bioreaktor, in Jahrmillionen evolutionär weiterentwickelt, der menschliche Körper. Der größte Teil des Plasmas stammt aus eigenen Spendezentren in Europa und in den USA. Okta Pharma investiert kontinuierlich in den Ausbau der Spendezentren, um dem weltweit steigenden Bedarf an lebensrettenden Arzneimitteln aus Blutplasma Rechnung zu tragen. Jeder Plasmaspender wird im Vorfeld gewissenhaft auf seine Eignung geprüft, für ein Maximum an Qualität und Sicherheit. Jeder Plasmabeutel und die zugehörige Probe erhalten einen unverwechselbaren Barcode für die sichere Rückverfolgbarkeit. Jede einzelne Spende wird umfangreich getestet. Das gewonnene Plasma wird sofort eingefroren, um die darin enthaltenen hochempfindlichen Proteine optimal zu schützen. Die konsequente Erhaltung der Kühlkette bei Transport und Lagerung wird durch lückenlose Überwachung sichergestellt. Seit der Unternehmensgründung 1983 liegt der Fokus von Okta Pharma darauf, die Qualität der Therapie mit Arzneimitteln aus humanen Proteinen ständig zu verbessern und so den Patienten ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Die fortwährende Motivation unserer Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung ist die Steigerung der Lebensqualität des Patienten. Das Okta Pharma-Team arbeitet sowohl an der Optimierung bestehender Produkte als auch an der Entwicklung neuer therapeutischer Anwendungsmöglichkeiten für humane Proteine. Sei es aus Blutplasma oder mittels rekombinanter Technologien auf Basis einer humanen Zelllinie. Im Jahr 1990 eröffnet Okta Pharma die erste Produktionsstätte in Österreich. Es folgen weitere Anlagen in Frankreich, Schweden, Mexiko und Deutschland. Plasma ist ein kostbares Gut. Es ist Okta Pharma eine Verpflichtung, jeden Tropfen optimal zu nutzen. Okta Pharma trennt das Plasma in einem komplexen Prozess in die verschiedenen Proteine auf. Diese können dann gezielt zur spezifischen Therapie verschiedener Erkrankungen eingesetzt werden. Von Anfang an steht bei Okta Pharma der Patient im Mittelpunkt. Die dauerhafte, verlässliche Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischen Fachkräften ist die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Patienten. Ein unschätzbarer Wert. In enger Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen unterstützen wir Patienten und ihre Familien, indem wir ihren Wissenshorizont über Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten erweitern.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen weiß Okta Pharma um die Auswirkungen von Krankheit auf die Familie. Die Unabhängigkeit des Patienten ist ein hohes Ziel. Wir sind immer da, wenn er uns braucht. Zur Steigerung der Lebensqualität erkrankter Menschen strebt Okta Pharma immer weiter zu neuen Zielen. Er ist 39 Jahre alt und weiß von Kindesbeinen an um seine Hämophilie. Seitdem begleitet ihn Okta Pharma. Zeit seines Lebens ist jeder Fortschritt in der Therapie durch Okta Pharma ein weiterer Schritt vorwärts für ihn. Okta Pharma wurde 1983 in Europa gegründet. Heute werden in über 100 Ländern der Welt Patienten mit unseren Arzneimitteln behandelt. Okta Pharma. Global handelnd, den Werten eines Familienunternehmens verpflichtet. Allzeit engagiert, den Patienten zu unterstützen, sein Abenteuerleben zu meistern.